Am Donnerstagabend haben mehrere tausend Demonstranten gegen die geplante Namensänderung von Republik Mazedonien zu Nordmazedonien protestiert. Dabei kam es zu heftigen Zusammenstößen von Sicherheitskräften und Demonstranten. Die Polizei setzte Tränengas ein. Im Parlament lief hingegen am Donnerstagnachmittag die Debatte zu der Abstimmung über das Abkommen, das den fast seit drei Jahrzehnten andauernden Streit zwischen Griechenland und Mazedonien beilegen soll. Die Abstimmung verzögerte sich, da sich noch viele Abgeordnete zu dem Thema äußern wollten. Und die Protestgruppen vor dem Parlament haben auch zu weiteren Demonstrationen am Freitag aufgerufen.